Ideas sind eine Crowdfunding-Plattform für Energie- und Mobilitätsprojekte. Wie der Name schon erahnen lässt, Collective Energy. Es geht um das gemeinsame Energie-, mobile Projekte gemeinsam zu denken und im Endeffekt Kunden zu Investoren zu machen, in Projekte hineinzuholen, den Menschen da draußen in Österreich das Thema Energie näher bringen, weil es eigentlich noch immer ein Randthema auf der Knowledge Base der meisten Menschen ist, für das, wie wichtig eigentlich Energie im Alltag ist. Das größte Problem eigentlich ist wirklich, dass die Menschen sehr, sehr wenig Ahnung vom Thema Energie haben. Diese Sensibilisierungsarbeit, das haben sie definitiv auf die Fahne geschrieben. Und gleichzeitig wollen wir halt Unternehmen die Möglichkeit bieten, mit ihren Gästen, Kunden, Bürgerinnen da draußen gemeinsam Projekte umzusetzen. Unser Kerngeschäftsmodell sind die Solar-Crowdfundings, wo Betriebe zu uns kommen und gemeinsam wir über unsere Plattform Energieprojekte finanzieren. Ich glaube, wir haben heuer schon zu Beginn des Jahres 2021 mit unserem ersten Crowdfunding-Kunden des Jahres einem tollen Hotel aus Oberösterreich gezeigt, wie das gut funktioniert. Wir haben für Photovoltaik und Carsharing oder E-Mobilität bei dem Hotelbetrieb, ich glaube, über 80.000 Euro eingesammelt. Das heißt, nichts anderes für den Hotelbetrieb. Ein Fixverkauf von über 80.000 Euro von Wertgutscheinen, Sachgutscheinen. Ja. Man kann natürlich ganz toll Cross-Upsellings da reinbauen. Ja. Emotionale Werte verkaufen, was im Betrieb vielleicht gar nicht so viel monetär kostet, aber den Gästen wirklich einen Mehrwert liefert. Ja. Sein das Gespräch oder ein Kochworkshop. Überall, wo es dann ein bisschen emotionaler wird, neue exklusive Angebote so zu entwickeln, sozusagen ein bisschen innovativer zu sein. Und so habe ich mal Senkung der Energiekosten und einen Vorausverkauf meiner Produkte, meiner Dienstleistungen. Ja. Wir machen Ihre Gäste zu Ihren Investoren und binden diese proaktiv ein. Aber einfach aus Gäste, Investoren machen, neue emotionale Ebene reinziehen, das sind unsere Ziele. Und wir würden uns wirklich freuen, ein großes Plakat zu haben natürlich.